Wir kommen dann zum Tagesordnungspunkt 59, Drucksache 19/4718, Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Zuwanderungsrecht. Wer diesem Antrag zustimmt, dann bitte ich um das Zeichen. Die Fraktionen von CDU und GRÜNEN gegenstimmen. Das sind die anderen Fraktionen des Hauses. Damit ist dieser Antrag beschlossen mit der Mehrheit von CDU und GRÜNEN gegen die Stimmen des Rests des Hauses. Wir kommen damit zum Tagesordnungspunkt 43, Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend eine Aktuelle Stunde, Wahl in den Niederlanden, Tausende auf den Straßen in Hessen und deutschlandweit, starke Signale für eine starke Europäische Union. Hier hat sich zunächst zu Wort gemeldet Frau Kollegin Hamann für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir GRÜNE sind sehr erleichtert und zufrieden, dass der rechtspopulistische Selbstdarsteller und Europakritiker Geert Wilders bei der Wahl in den Niederlanden seine persönlichen Ziele nicht erreichen konnte und die Rechtspopulisten in den Niederlanden sich in ihren Erwartungen auch enttäuscht sehen. Diese Rechtspopulisten hatten bereits Geert Wilders an der Spitze dieser Regierung gesehen. Deshalb ist es absolut erfreulich, dass die demokratische Entscheidung der Niederländer mit einer hohen Wahlbeteiligung einen Triumph der Rechtsradikalen verhindert hat in den Niederlanden. Wahlbeeinflussend war wohl auch der Kurs, den Mark Rutte gegenüber der Türkei auch angeschlagen hat, aber auch die klare Absage von Rutte an eine erneute Zusammenarbeit mit Geert Wilders war ausschlaggebend. So wird der konservative, liberale Ministerpräsident Mark Rutte auch weiter sein Amt ausüben können. Mit großer Freude, meine Damen und Herren, konnten wir aber auch zur Kenntnis nehmen, dass in den Niederlanden die GRÜNEN so deutlich zugenommen haben. Sie sind mit ihrem klaren, offenen Kurs für ein starkes, weltoffenes Europa eingetreten, und das hat sich ausgezahlt. Ihr gutes Abschneiden ist ermutigend, da gerade Sie gezeigt haben, dass Sie mit Ihrem europafreundlichen Profil, mit Ihrem europafreundlichen Programm erfolgreich waren. Dies beweist, dass eine klare Abgrenzung von den Rechtspopulisten und den Europafeinden sinnvoll und notwendig und auch erfolgreich ist. Man kann doch feststellen, dass diese klare Abgrenzung auch dazu führt, dass z. B. jetzt in der Wiener Hofburg jetzt mit Alexander Van der Bellen ein überzeugter Europäer sitzt und im Wiener Rathaus weiterhin der Sozialdemokrat Michael Häupl statt des FPÖ-Vorsitzenden Heinz-Christian Strache sitzt. Meine Damen und Herren, wir feiern am Samstag den 60. Jahrestag der römischen Verträge. Diese bilden die Grundlage der Europäischen Union. Nach einem verheerenden Weltkrieg haben die Europäische Union und die Vorläuferorganisationen dem Kontinent Zusammenarbeit, Frieden, Wohlstand und Freiheit gebracht. All dies hat am 25.03.1957 in Rom seinen Anfang genommen. Und bei aller Kritik an der EU auch heute, dies ist ein Grund der Dankbarkeit und ein Grund zum Feiern. Meine sehr geehrten Damen und Herren, für ein vereintes demokratisches Europa gegen EU-feindliche Populisten gehen seit einigen Wochen in Dutzenden Städten in Deutschland und Europa Tausende von Menschen für Europa auf die Straße. Diese Bewegung Pulse of Europe gehört unsere volle Sympathie und unsere Anerkennung. Es ist dem Frankfurter Ehepaar Sabine und Daniel Röder zu verdanken, dass ähnliche Demonstrationen inzwischen auch in zahlreichen Städten in Deutschland und in Städten der Europäischen Union stattfinden. Und das ist gut so. Vor der Wahl in den Niederlanden fanden die Demonstrationen unter dem Slogan "Bliv bei uns", also "Bleib bei uns" statt. Sie warben für eine pro-europäische Wahlentscheidung. Und folgerichtig konnte man jetzt feststellen, dass dann auch rund 3.000 pro-Europa-Demonstranten von Pulse Europe in Frankfurt das niederländische Wahlergebnis auch dann feierten. Für die Organisatoren ist dieses Wahlergebnis ein absoluter Hoffnungsschimmer. Sie haben bereits angekündigt, diesen Schwung nun für die anstehende Präsidentenwahl in Frankreich und für die Bundestagswahl
im Herbst zu nutzen. Dieses überparteiliche zivilgesellschaftliche Engagement ist ein großartiges Heilmittel gegen das Gift der Ignoranz, das rechtspopulistische Menschenfänger zusammenbrauen. Daher sollten wir alle jene Kräfte unterstützen, die sich für ein modernes Europa der Toleranz und auch der Vielfalt einsetzen. Die Antwort auf den Brexit und die Angriffe durch Europas Feinde von rechts muss heißen, mehr Europa und nicht weniger. Und dies bedeutet, Europa erklären, statt es anzugreifen, Europa verbessern und nicht abschaffen zu wollen, für das, was uns verbindet, zu kämpfen, statt immer nur spalten zu wollen. Die Rückbesinnung auf die gemeinsamen europäischen Werte ist die eine Seite der Medaille. Und die andere Seite der Medaille ist ein eigenes, positives Signal. Das beste Mittel gegen Rechtspopulismus ist ein eigenes, positives, integratives Szenario einer gelingenden, offenen europäischen Gesellschaft. Meine sehr geehrten Damen und Herren, regional verwurzelt zu sein und europäisch zu denken, schließen einander in keiner Weise aus. Es sind keine Gegensätze. In diesem Sinne demonstrieren die Menschen auf den Straßen. In diesem Sinne sollten wir hier im Parlament handeln. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Hamann. Als nächstes hat sich zu Wort gemeldet Herr Abgeordneter van Ooyen, Fraktion DIE LINKE. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Auf dem bereits angesprochenen Sondertreffen der europäischen Staats- und Regierungschefs in Rom zum 60. Jubiläum der sogenannten Römischen Verträge von 1957 soll eine Erklärung über die weitere Zukunft der Union nach dem Austritt Großbritanniens verabschiedet werden. Dass die weitere Entwicklungsrichtung des Europäischen Verbundes strittig ist, ist evident und bleibt sicherlich das Problem. Angesichts des anstehenden Austritts Großbritanniens, immerhin der zweitgrößten Volkswirtschaft Europas mit etwa einem Achtel der Bevölkerung der gegenwärtigen EU mit der 28 Mitgliedstaaten, wird sich wohl das globale Gewicht als auch das interne Gleichgewicht in der Union verändern. Seit dem britischen Referendum sind die politischen, wirtschaftlichen Konflikte und Erscheinungen der Desintegration in der EU nicht geringer geworden. Das spüren die Menschen, besonders diejenigen, die von der EU profitiert haben. Diese durch grenzenlose Reisen, durch einheitliche Währung, durch Niederlassungsfreiheit bis hin zur doppelten Staatsbürgerschaft erfahren haben. Diese Besitzstände werden nun sonntags auf der Straße verteidigt. Verteidigt auch gegen um sich greifenden Nationalismus, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und neue Mauern und Grenzbefestigungen in vielen Ländern Europas. Das ist erfreulich. Der Kampf gegen rechte Ideologien und Gewalt kann aber nur gewonnen werden, wenn die EU einen europäischen Neuanfang wagt, wenn klar ist, welches Europa wir meinen. Hierfür braucht es einen klaren Bruch mit der bestehenden Politik, die auf Kapitalfreiheit und Sozialabbau setzt und die Demokratie und Freiheitsrechte als nationale Accessoires missachtet. Wer über Menschenrechte und Demokratie spricht, der darf über Abschottung und Aufrüstung nicht schweigen. Wer wegschaut, der macht mit. Der Gründungsgedanke einer europäischen Staatengemeinschaft war, dass Europas Länder nie wieder Krieg gegeneinander führen sollten und alle Menschen nach den Werten der Menschlichkeit und der Demokratie in Freiheit, Wohlstand und Frieden leben können. 60 Jahre später hat das Projekt der Europäischen Union seine Strahlkraft verloren. Die herrschende Politik befeuert soziale Spaltungen und wirtschaftliche Ungleichheit. Mich beunruhigt, wie ideenlos und kalt die EU-Regierungen das europäische Projekt steuern. Statt Europa zum Zentrum der Kreativität, Weltoffenheit und der Freiheit zu machen, herrscht unter den EU-Regierungen Ideenlosigkeit und Frust. Die Frage nach der Zukunft Europas bewegt nicht nur die politische Klasse, sondern schlägt sich auch in der Bewertung der Bevölkerung nieder.
Angesichts der schwierigen politischen Großwetterlage und Krisen in Europa ist es bemerkenswert, dass die Zustimmung der Bürgerinnen zur EU in Deutschland und europaweit, wenn auch nur leicht, aber immerhin zunimmt. Die unübersehbaren Differenzen zwischen den Regierungen in den EU-Staaten verhindert eine Verständigung für eine Antikrisenpolitik, die notwendig wäre. Das Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs in Rom kann angesichts dieses Lavierens und der politischen Differenzen im Rat bestenfalls der Auftakt für eine Grundsatzdebatte sein. Die Aussichten auf eine Überwindung der politischen Blockade in der EU sind nicht gut. Flüchtlinge und Migranten werden hier bei uns angegriffen und Unterkünfte werden angezündet. Rassistische Hetze, auch aus der Mitte der Gesellschaft, wird schließlich in Abschottungs- und Ausgrenzungspolitik umgesetzt. Wir als LINKE stehen für Solidarität mit Geflüchteten statt der aktuellen Abschreckungs-, Ausgrenzungs- und Abschiebepolitik. Wir sagen Nein zur Asylrechtsverschärfung und wollen, dass ein anderes Gesetz umgesetzt wird. Wir als LINKE stehen für Solidarität mit Geflüchteten statt der aktuellen Abschreckungspolitik. Wir sagen Grenzen auf für Menschen, Grenzen schließen für Waffen. Die LINKE kämpft international gemeinsam mit sozialen Bewegungen gegen die Militarisierung der EU. Wir treten dafür ein, Auslandseinsätze zu beenden und Rüstungsproduktion und Exporte zu verbieten. Statt auf einen weiteren Ausbau einer Militärmacht EU setzen wir auf ein friedliches und ziviles Europa. Wir sollten für Europa der Liberté, Égalité, Fraternité, den Zielen der Französischen Revolution, gemeinsam auf die Straße gehen, für ein Europa, das größer ist als die EU und keine Region ausgrenzt. Herr Abgeordneter, Sie müssen bitte zum Ende kommen. Am Ende. Ich kann mir ein grenzenloses Europa von Vladivostok bis Lissabon gut vorstellen. Dafür, meine ich, lohnt es sich zu kämpfen. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächstes hat sich gemeldet Herr Kollege Tobias Utter für die Fraktion der CDU. Bitte sehr, das Rednerpult ist Ihnen. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Herr van Ooyen, ich befürchte, Herr Putin kann sich das auch so vorstellen. Die römischen Verträge, die Geburtsurkunde der Europäischen Union, werden 60 Jahre alt. Am 25. März 1957 unterzeichneten die Niederlande, Belgien, Luxemburg, Frankreich, Italien und die Bundesrepublik Deutschland in Rom die römischen Verträge, den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, den Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft sowie den Vertrag über gemeinsame Organe in der EWG. Diese Verträge, die in der Folgezeit weiterentwickelt und ergänzt wurden, bis hin zur Schaffung der EU, gelten als Gründungsdokumente der europäischen Integration. Die europäische Einigung hat uns eine nie gekannte Phase des Friedens, der Freiheit und des Wohlstands gebracht. Und doch steht die Einheit Europas verstärkt unter Druck durch Nationalisten und Populisten von innerhalb und außerhalb Deutschlands und Europas. Umso wichtiger ist es, dass Menschen bereit sind, sich für Europa einzusetzen und zu engagieren. Die vielen Kundgebungen der Pulse of Europe-Bewegung sind deshalb ein ermutigendes Zeichen, dass sehr viele Menschen, gerade auch in Hessen, sich klar und sichtbar zur europäischen Einheit bekennen. Auch sie erkennen, dass es in Demokratien wichtig ist, den Populisten und Nationalisten nicht das Feld zu überlassen, sondern der schweigenden Mehrheit eine Stimme zu geben, eine Stimme für Frieden, Freiheit und Demokratie und für gute Nachbarschaft in Europa. Auch die Bürgerinnen und Bürger der Niederlande haben ganz überwiegend ein proeuropäisches Signal gesendet. Bundeskanzlerin Angela Merkel äußerte sich erfreut über den Ausgang der Wahlen. Sie begrüßte wörtlich, dass eine hohe Wahlbeteiligung zu einem sehr proeuropäischen Ergebnis geführt hat. Sie sprach von einem klaren Signal, und das nach Tagen,
in denen die Niederlande Anwürfe und Vorwürfe zu ertragen hatte, die aus der Türkei kamen, die völlig inakzeptabel sind. Der bisherige Ministerpräsident Mark Rutte wird wohl mit einem neuen Koalitionspartner weiterregieren können. Mehrere natürlich, wie in den Niederlanden üblich. Die niederländische Partnerpartei der CDU, die CDA, hat deutliche Stimmengewinne zu verzeichnen und könnte einer künftigen Regierungskoalition angehören. Schon bei der Wahl des Bundespräsidenten in Österreich hat sich gezeigt, dass der Aufschwung der Rechtspopulisten in Europa an Grenzen stößt. Ich hoffe, dass auch in Frankreich eine deutliche Mehrheit diejenigen Kräfte stärken wird, die für ein Einiges und in Freundschaft für Bundeseuropa eintreten. Rechtspopulisten wie Herrn Wilders und Frau Le Pen wollen unser gemeinsames europäisches Haus einreißen. Dem müssen wir uns entschlossen entgegenstellen. Die Europäische Kommission hat ein Weißbuch zur Zukunft Europas vorgelegt, in dem Wege zur Wahrung der Einheit der 27 Mitgliedstaaten vorgestellt werden. Nach dem Brexit-Votum der Briten muss die EU nach Ansicht von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker ein neues Kapitel aufschlagen. Juncker präsentierte 5 Szenarien zur Zukunft der Union bis zum Jahre 2025. Sie reichen von weiter so wie bisher bis zu viel mehr gemeinsames Handeln und umfasst auch die Idee eines Europas der verschiedenen Geschwindigkeiten. Juncker legte sich bewusst nicht auf ein bevorzugtes Modell fest, um eine offene Diskussion in den kommenden Monaten zu ermöglichen. Das Weißbuch sei der Beginn und nicht das Ende eines Prozesses. Er hoffe nun auf eine ehrliche und umfassende Debatte mit den Mitgliedstaaten. Wir brauchen eine Diskussion darüber, welche Herausforderungen wir in Europa, welche wir auf nationaler und welche wir auf regionaler Ebene anpacken wollen. Besonders im Bereich der Außen-, Sicherheits-, Verteidigungs- und Flüchtlingspolitik brauchen wir mehr und nicht weniger Europa. Freier Handel und fairer Wettbewerb haben Europa groß gemacht. Die Rückkehr zum Nationalstaat des 19. Jahrhunderts wäre ein Irrweg. Denn Europa ist und bleibt unsere Zukunft. Bei aller notwendiger Kritik in Details müssen wir uns immer in Erinnerung rufen, wie sehr wir alle von der Einheit Europas profitieren. Diese Einheit in Frieden, Freiheit und Wohlstand ist keine Selbstverständlichkeit. Wir werden weiter entschlossen. Herr Kollege, Sie müssen bitte zum Ende kommen. Ich komme zum Ende. Wir werden für eine gute Europäische Union eintreten. Zum Schluss noch ein Tweet von Pulse of Europe. Das ist ein Zitat von Jacques Delors. Europa ist gesünder, als viele glauben. Die echte Krankheit Europas sind seine Pessimisten. Vielen Dank, Herr Kollege Utter. Als nächstes spricht Frau Kollegin Waschke für die Fraktion der Sozialdemokraten. Bitte sehr. Ja, sehr verehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Am 15. März haben die Niederländer gewählt. Die konservative Partei VVD des Ministerpräsidenten Rutte hat ein Viertel ihrer Mandate verloren. Auf der anderen Seite gewinnt der Rechtspopulist Geert Wilders und seine Partei 5 Sitze hinzu. Ganz Europa freut sich dennoch, dass die Partei von Geert Wilders nicht zur stärksten Kraft gewählt worden ist, so wie wir das lange befürchtet haben. Ich habe das ja auch aus den Reden meiner beiden Vorgänger auch rausgehört. Ich frage mich allerdings, gibt es wirklich einen Grund für diese Freude? Mark Rutte hat im Wahlkampf den Wilders leid gemacht. Er ist weit nach rechts gerückt, titelt der Spiegel in seiner jetzt aktuellen Ausgabe. Damit war Rutte erfolgreich. Und seitdem das klar ist, erklärt übrigens auch unser hessischer Ministerpräsident Bouffier, Erdogan und seine Regierungsmitglieder sind unerwünscht, und damit stellt er sich dezidiert gegen seine eigene Bundeskanzlerin. Mark Rutte hatte die klare Strategie, auch dem Rechtspopulisten Geert Wilders Stimmen abzunehmen.
Richtig. Aber wie hat er das gemacht? Im Januar veröffentlicht Rutte einen persönlichen Brief an alle seine Mitbürgerinnen und Mitbürger. Und damit das auch ja alle lesen, kauft er ganze Seiten in den größten Zeitungen des Landes. Darin beschreibt Mark Rutte sein Unwohlsein angesichts der mangelnden Integration von Muslimen. Der Brief endet mit dem Satz: „Verhalte dich normal oder geh weg." Zugegeben, viel smarter und viel subtiler als die Anti-Islam-Rhetorik eines Geert Wilders, aber in seiner Wirkung genauso ausgrenzend. Rutte betont in seinem Brief, dass Festhalten an der eigenen Kultur gegen die angebliche Bedrohung allen Fremdens. Das ist das, was die AfD in Deutschland genauso sagt. In den USA bezeichnet man diese Art der Beeinflussung als Dog Whistle Politics, Hundepfeifenpolitik. Worte, die eine bestimmte Botschaft transportieren, aber nur für jene wahrnehmbar ist, die sie auch erreichen soll, diese Botschaft. Damit spaltet Mark Rutte sein Land genauso, wie das Geert Wilders auch tut. Und das ist das, was mich umtreibt, und das ist auch das, was mir Sorgen macht. Es folgt ein Landeverbot für den türkischen Außenminister, und die türkische Familienministerin wird medienwirksam unter Polizeibegleitung nach Deutschland abgeschoben. Schade. Ich finde, es wäre besser gewesen, die Auftritte türkischer Regierungsmitglieder zu erlauben und gleichzeitig dazu aufzurufen, die andere Meinung auf der anderen Straßenseite deutlich zu machen. Denn die Freiheit, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Freiheit zu sagen, was wir wollen, ist eines unserer höchsten Güter, und es gilt für alle Menschen. Und gute Demokraten müssen verbale Entgleisungen, wie wir sie kürzlich von Erdogan und anderen gehört haben, aushalten. Aber gute Demokraten müssen dagegen aufstehen. Ich hatte die Gelegenheit, nach der Wahl mit der ehemaligen niederländischen Europaabgeordneten Judith Merkies zu sprechen. Und sie sagt, Zitat, der Populismus in den Niederlanden ist gemainstreamt. Fast alle Parteien sind weiter nach rechts gerückt, und damit sind sie dem Populisten Geert Wilders gefolgt. Es gibt im Parlament in Den Haag, und das muss uns als Europäer umtreiben, es gibt in diesem Parlament in Den Haag von 15 Fraktionen nur noch zwei, die uneingeschränkt zu Europa stehen. Deswegen hält sich meine Freude über den Ausgang der Wahl in den Niederlanden in Grenzen. Denn damit wurde der europafeindliche Populismus nicht eingedämmt. Im Gegenteil. Rechtspopulismus ist jetzt fester Bestandteil eines demokratischen Spektrums geworden. Und ich hoffe sehr, dass das nicht auf andere Länder überschwappt. Aber Hoffnung für Europa sehe ich dennoch. Tausende auf den Straßen, lesen wir im Antrag. Übrigens nicht nur in Hessen, sondern in weiteren deutschen Städten und übrigens auch in ganz Europa. Der Pulse of Europe. Eine Graswurzelbewegung, also eine Bewegung von unten, mit dem Ziel, den europäischen Gedanken wieder sichtbar und hörbar zu machen. Nach dem Brexit und nach der Wahl von Donald Trump haben Sabine und Daniel Röder entschieden, eine schweigende Mehrheit in Deutschland wachzurütteln, um eine mögliche Zerstörung der Europäischen Union als Garanten für Frieden und Wohlstand zu verhindern. Frau Kollegin, auch Sie müssen zum Ende kommen. Bei der ersten öffentlichen Kundgebung im November waren es 200 Menschen auf der Straße, eben sind es 3.000. In ganz Europa gehen Menschen für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit auf die Straße. Am Ende tanzt Europa auf dem Goetheplatz, titelt die Letzter Satz, klar. Das ist eine wunderbare Überschrift, die uns Hoffnung für die Zukunft Europas gibt. Vielen Dank, Frau Kollegin Waschke. Als Nächstes spricht Frau Kollegin Nicola Beer für die Fraktion der Freien Demokraten. Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich glaube, uns ist allen ein Stein vom Herzen gefallen nach den niederländischen Wahlen.
vor allem deswegen, weil die Euroskeptiker eben nicht stärkste Kraft geworden sind in den Niederlanden, auch wenn sie leicht an Sitzen zugelegt haben. Wir als Freie Demokraten freuen uns, das kann ich, glaube ich, hier auch so unumwunden sagen, aber darüber, dass unsere freidemokratischen Schwesterparteien, nämlich sowohl die WWD als auch die D66, mit insgesamt 52% mehr als ein Drittel der 150 Sitze bei diesen Wahlen gewinnen konnten. Ich sage Ihnen ganz deutlich, liebe Frau Kollegin Waschke, wir gratulieren auch dem Ministerpräsidenten Rütte. Denn er hat gestanden in diesem sehr schwierigen Wahlkampf mit einem klaren marktwirtschaftlichen und auch mit einem klaren proeuropäischen Kurs. Und das, was Sie hier unterstellen, dass es Ausgrenzung wäre, klar und deutlich zu sagen, dass Rechtsbrecher in diesem Land ebenso wenig erwünscht sind wie die antidemokratische Wahlkampfkampagne von Herrn Erdogan. Mit Verlaub, das teilen wir als Freie Demokraten, und das hat nichts mit Ausgrenzung zu tun, sondern das hat etwas damit zu tun, dass Regeln, die gelten, auch klar durchgesetzt werden. Liebe Frau Kollegin, was ich glaube, das ist ein Teil des Problems der aktuellen Debatte. Wir dürfen solche Probleme, auch Probleme mit den Fragen der Integration, nicht zudecken, sondern wir müssen diese Probleme deutlich und zwar rechtzeitig ansprechen, aber um sie zu lösen. Nämlich nur das entzieht den Populisten vom rechten genauso wie vom linken Rand den entsprechenden Boden. Und es ist für uns als Freie Demokraten klar, dass Europa nur dann erfolgreich sein kann, wenn es auch durch seine Bürgerinnen und Bürger getragen wird. Und das ist dann eben nicht nur eine Frage des Kopfes, sondern das ist auch eine Herzensangelegenheit. Und da begrüße ich dann ausdrücklich, und da bin ich durchaus wieder bei Ihnen, Frau Waschke, die Initiative von Pulse of Europe, gerade weil sie zeigt, dass quer durch Europa Menschen für Europa auf die Straße gehen und eben nicht nur gegen Europa. Sie demonstrieren für Europa, für die Sicherung des Friedens in Europa, zur Gewährleistung. Sie demonstrieren für die Gewährleistung individueller Freiheiten, Gerechtigkeit und Rechtssicherheit. Sie setzen den Menschen etwas entgegen, die Europa abschotten wollen, und zwar von der AfD bis auf der anderen Seite Linkspartei und ATTAC. Aber, und ich finde, das ist das Interessante, sie sind nicht blauäugig über den Zustand Europas. Aber sie glauben an die Reformierbarkeit und die Weiterentwicklung der Europäischen Union. Und genau da müssen wir ansetzen. Hier ist auch die Verantwortung der Politik. Wir müssen die Herausforderungen angehen, die gerade durch den Brexit entstanden sind, und jetzt zügig die Europäische Union wieder entscheidungs- und handlungsfähig machen. Genau das muss den Bürgerinnen und Bürgern in Europa deutlich werden, damit die entsprechende proeuropäische Kurs quer durch alle Mitgliedstaaten getragen wird. Denn die Skepsis quer durch Europa ist gestiegen. Auch in Deutschland ist nicht mehr die Mehrheit der Befragten nach einer Infratest-DiMa-Umfrage der Meinung, dass Europa, dass die Europäische Union eher Vorteil findet. Die größte Gruppe ist diejenige, die das Gefühl hat, na ja, das liegt so irgendwo dazwischen, zwischen Vorteil und Nachteil. Das heißt aber doch, wir brauchen ganz, ganz dringend eine Neujustierung der Europäischen Union, und zwar zügig. Wir müssen den Bürgern wieder beweisen, dass Europa in der Lage ist, die großen Fragen auch zu lösen, dass vereinbarte rechtliche Regelungen eingehalten und auch durchgesetzt werden, um den Populisten quer durch die EU den Boden zu entziehen. Und dafür müssen wir Europa dort stark machen, wo wir nur gemeinsam bessere Regelungen finden können. Das gilt bei einer soliden Währung statt weiterer Verschuldungshilfen. Das gilt im Hinblick auf den europäischen Binnenmarkt. Weder Strom noch Digitalisierung ist etwas für Insellösungen. Das gilt aber auch, und das sage ich sehr deutlich, weil die Diskussion ja gestern hier war, auch in der Handelspolitik. CETA ist von großer Bedeutung für diese Europäische Union, und schnelle Abschlüsse mit Japan sind gerade jetzt eine große Chance, wo Trump nicht nur TPP, sondern auch TTIP gekündigt hat.
Wir brauchen eine andere gemeinsame europäische Flüchtlings- und Asylpolitik. Ein Paradebeispiel für die Verschleppung der letzten Jahre und Jahrzehnte, die zur aktuellen Krise geführt haben. Und wir brauchen auch, Herr van Ooyen, eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Denn wenn man Binnenmarktgrenzen abbauen will, dann muss man Außengrenzen auch garantieren. Frau Kollegin, Sie müssen bitte zum Ende kommen. Wir haben große Chancen, aber nicht auf der Basis des Sammelsuriums, das Herr Kommissionspräsident Juncker momentan vorlegt. Führung in Europa geht anders, und wir müssen es schnell angehen, damit Europa zum Kontinent der Chancen quer durch die Mitgliedstaaten wird. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Beer. Für die Landesregierung spricht Frau Staatsministerin Puttrich. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Ich will erst damit beginnen, dass wir am Wochenende 60 Jahre römische Verträge feiern können und dass das in der Tat ein Grund zum Feiern ist. Und wir sollten uns in der Zeit einmal darauf besinnen, vor welcher großen Herausforderung diejenigen standen, die die römischen Verträge ausgehandelt haben. Und wenn man sich einmal anschaut, wer daran beteiligt gewesen ist und heute über die Presse Äußerungen einer Zeitzeugin gegangen sind, und zwar der Tochter vom damaligen belgischen Außenminister Paul Henry Spaak, die von ihrer Seite her wiedergab, wie ihr Vater es verhandelte, wie es fast unmöglich erschien, und insbesondere ihre Tante ihrem Bruder sagte, ich werde dir nie verzeihen, wenn du einen solchen Vertrag abschließt, weil mein Sohn im Krieg gefallen ist. Und das sollte uns an der Stelle schon ein Stück bewegen, dass wir einmal daran erinnern, was hat uns denn 60 Jahre römische Verträge gebracht? Was hat uns die Europäische Union gebracht? Frieden und Freiheit. Und dieser Frieden und Freiheit, den wir in diesem Land haben, ist einer, den wir zu verteidigen haben und für den wir vor allen Dingen sehr dankbar sein sollten. Und die Zeitzeugen, man kann sich in diesen Tagen die vielen Zitate ansehen, diejenigen, die nicht zu hoffen gewagt haben, dass die Europäische Union in dieser Art und Weise funktionieren und leben kann. Und wenn ich die Pessimisten höre und höre auch diejenigen, die hier Umfragen zitieren, dann kann ich nur raten, dann schauen Sie sich doch einfach einmal die positiven Umfragen an und die ganz aktuellen. Gerade gestern ist über dpa eine neue Umfrage gelaufen, die von der Gesellschaft für Konsumforschung im Auftrag des Bankenverbandes aufgegeben wurde. Und da muss man sagen, zwei Drittel der Deutschen sind mit der Europäischen Union zufrieden oder sehr zufrieden. Zwei Drittel. Und wenn man dann wieder davon redet, dass die Zustimmung in Deutschland gegenüber der Europäischen Union nachlassen würde, stimmt das wiederum auch nicht, weil diese repräsentative Umfrage zu einem Ergebnis kommt, dass die Zustimmungswerte vor 3 Jahren 5% niedriger waren. Die sind gestiegen. Und wenn man noch einmal schaut, dass in den letzten 9 Jahren sie noch 10% niedriger lagen, also vor 9 Jahren 10% gestiegen sind, dann lassen Sie uns doch nicht über den Untergang der Zustimmung zur Europäischen Union reden, sondern mal dahin schauen, wo Licht ist, dass es viele Menschen gibt, die sich nicht geäußert haben in der Vergangenheit, die Hoffnungen auf Europa setzen und die auch bereit sind, sich dafür einzusetzen. Und wenn ich mir diese Umfragen anschaue, ja, selbstverständlich, wir freuen uns, wenn Menschen auf die Straße gehen, die positiv sagen, wir stehen vor Europa. Wir freuen uns über ein Wahlergebnis in den Niederlanden, uneingeschränkt, wenn Populisten, die eigentlich wollen, dass man aus der Europäischen Union aussteigt, die nach dem Brexit weiterer Ausstieg aus der Europäischen Union wollen, ganz klar keine Zustimmung bekommen. Und wenn Menschen in Deutschland sich dieser Initiative anschließen, Pulse of Europe, in über 50 Städten, und wenn in 10 europäischen Ländern Menschen auf die Straße gehen, dann kann ich sagen, endlich ist die schweigende Mehrheit auf der Straße und nicht die laute Minderheit. Und die sollten wir auch entsprechend unterstützen. Und ich war gestern ja bei der Vereidigung des Bundespräsidenten. Und ich fand, dass der eine sehr schöne Formulierung verwendet hat für Nationalisten, für diejenigen, die rückwärtsgewandt sind. Er sagt, es sind diejenigen, die sich hinter den Butzenscheiben des Nationalismus verstecken. Wir machen das nicht. Wir sind davor.
Wir sind keine Nationalisten, wir sind stolz auf unsere Identität, aber wir sind überzeugte Europäer. Und in der Tat schließt das eine das andere nicht aus. Wenn jemand fest verwurzelt ist, kann er auch für das Gemeinsame stehen. Und wenn ich höre, dass hier die Zustimmungen innerhalb Europas nachlassen würden, dann schauen Sie sich doch einmal in vielen europäischen Ländern an, wie stark die Zustimmung dort ist. Ein kleines Beispiel. Diejenigen, die in den baltischen Staaten leben, die große Hoffnung auf Europa setzen, viele, die Mitglieder der Europäischen Union wurden, weil sie gesagt haben, wir wollen eine Bindung an die Europäische Union, weil wir wissen, dass das die einzige Institution ist, die uns Frieden, Freiheit und Demokratie gewährleisten kann. Und machen Sie auch diesen Menschen Mut und nicht die Schlechtrednerei. Und ja, die Wahlbeteiligung in Niederlande hat gezeigt, dass, wenn es darauf ankommt, dort Menschen auf die Straße gehen. Nicht auf die Straße gehen, sondern wählen gehen. Wählen gehen. Und das ist ein ermutigendes Ergebnis. Aber eines ist auch klar, keines, auf dem man sich ausruhen kann. Weil es ist mutmachend, dass in Niederlanden eine hohe Wahlbeteiligung war, ja. Aber das heißt, dass wir doch in unseren Bemühungen und unseren Aktivitäten nicht nachlassen dürfen, für Europa zu werben. Das ist ein Frau Ministerin, ich darf Sie haben. Aber es kommen weitere. Es kommt die Wahl in Frankreich. Es kommen viele Herausforderungen, die wir zu bewältigen haben. Und ich möchte an der Stelle auch das Mutmachende mal ansprechen. Das sind junge Leute. Ich bin in vielen Schulen unterwegs. Und wenn Sie in Schulen unterwegs sind und mit denen über Europa reden, haben wir auch einige Europaschulen, dann müssen Sie denen gar nicht viel erklären. Wenn Sie junge Menschen fragen, was Sie an Europa gut finden, dann sagen die Ihnen sofort, wie aus der Pistole geschossen, Frieden, Freiheit, Demokratie, Freizügigkeit. Wir können studieren, wir können arbeiten, wir können uns ausbilden, wir können in einem freien Europa leben. Und das ist das, was wir wollen. Und deshalb klar, mit einem miesepetrischen Gesicht kann man Menschen nicht für Europa begeistern. Wenn wir die Vorteile frohen Herzens das tun, dann können wir sie begeistern. Und deshalb begrüßen wir jeden, der mitmacht. Vielen Dank, Frau Ministerin. Damit ist auch diese Aktuelle Stunde abgehalten.